Pascal, was würdest du jetzt eintauschen für 20 Grad in Andalusien? Ach, gar nichts. Nö, wir sind Deutsche, wir leben hier, wir wissen, dass im Winter Schnee liegt. Und von daher, ich finde es gar nicht so schlimm. Wie wichtig ist es jetzt auch, sich zu akklimatisieren, weil letztendlich gegen Babelsberg ist eher ja auch so ein Wetter, ne? Ja, deswegen ja, also es ist immer schön, wenn man dann mal 7 Tage weg ist und irgendwie die warme Luft und sowas alles genießen kann, die Sonne. Aber im Endeffekt, wir haben ja nichts davon, im Winter spielen wir oder im Frühjahr denn. Und da ist so ein Wetter. Wird irgendwann mal ein bisschen wärmer, aber es wird ja an sich, die Plätze werden auch nicht besser. Also wir müssen uns eh dran gewöhnen, von daher ist alles okay. Was erwartest du jetzt von dem zweiten Halbjahr der Saison? Mehr Siege und nicht so viel Unentschieden. Was müssen wir dafür tun? Ja, auf jeden Fall auch bis zum Ende konzentriert bleiben, jeder seine individuellen Fehler abstellen und dann das, was wir jetzt hier im Training trainieren, auch umsetzen. Und dann sollten wir auch mal öfters gewinnen, weil ich nah genug waren wir immer dran. Wir haben es halt aus irgendwelchen Gründen auch immer abgegeben, aber das ist jetzt auch Schnee von gestern und jetzt geht es wieder los. Der Trainer hat heute auch wieder gelobt fürs Umkehrspiel. Merkt man das selber auch während des Trainings, dass es einfach besser funktioniert? Ja gut, natürlich im Training sind ja auch von mir aus jetzt in dem Spiel auch die Räume ein bisschen enger und so. Dann ist natürlich auch klar, dass es mehr zur Sache geht, auch vielleicht ein bisschen besser funktioniert, als wenn im Spiel alles sehr groß ist und ist ja dann auch mal ein bisschen was anderes Training und Spiel. Aber ich hoffe, dass wir es umsetzen können, dass man es dann auch in den nächsten Spielen sehen kann, dass wir uns da verbessert haben. Vielen Dank. Kein Problem. Thank you.